Servus Leute, was geht? Mein Name ist Johnny, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Titel sehen könnt, heute ist Deadlift am Start und zwar mit Team Rocker. Yeah. Simon, 15 Jahre, er ist unglaublich stark, trainiert seit einem Jahr, hat gestern 160 gebencht, aber immer jedes Mal Max Rap, krank. Und er macht natürlich auch heute Deadlift. Aber wir haben auch die Mädels am Start. Hallo. Und ich würde mal sagen, heute Maximalkrafttest, einfach mit Team Rocker. Let's go, let's lift. Leute, bevor die Deadlift Challenge losgeht, muss ich euch Folgendes sagen. Jeder Supplement-Hersteller geht jetzt mit den Preisen hoch. Warum? Die Rohstoffe werden überall teurer. Und das ist natürlich richtig kacke. Auch Rocker muss höher gehen. Aber andere Supplement-Firmen haben 3, 4, 5 Mal das schon gemacht, erhöht. Rocker ist immer gleich geblieben. Und jetzt muss halt Rocker auch leider erhöhen. Aber wir haben jetzt zum Glück 10% Rabatt mit dem Code Johnny. Es gibt jetzt einfach Codes. Also Code Johnny eingeben. Jedes Mal, wenn du bestellst, sparst du 10%. Die Exclusives gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber du kannst 10% sparen und bekommst sogar den Preis billiger als davor. Zum Beispiel Strong. Ich weiß nicht, was der neue Preis ist. Okay, aber du bekommst Strong eigentlich billiger. Mit dem Rabattcode. Und heute ist Geburtstag von Rocker. 7 Jahre alt wird Rocker und es gibt die 4-für-3 Aktion. Ist sogar stapelbar. Heißt 8-für-6 und 12-für-9 und so weiter und so fort. Bekommst jedes Mal, wie gesagt, ein Supplement on top. Gratis und sogar noch ein Birthday Cake Riegel. Die ist jetzt ganz neu im Shop. Gibt es aber jetzt nur noch zum Geburtstag. Heißt limitiert. Gönn dich jetzt über den Link in der Beschreibung. Spar 10% und sichere dir den besten Preis mit Code Johnny. Jetzt schauen wir mal, wie das abgeht. Let's go. Wir fangen mit 70 Kilo an. Wir haben hier richtige Stangen. Rogue Ohio Power Bars, heißt, sie sind ziemlich stiff. Wir haben jetzt keine Stange, die sich so durchbiegt. Heißt, wir haben mehr Range of Motion, heißt, die ganze Sache ist ein bisschen schwerer. Aber wird schon gehen. Falls ihr euch fragt, Leute, wer ist denn diese junge Dame hier? Das ist Amina. Amina und ich kennen sie bei Instagram schon etwas länger und sie macht heute mit. Und wir schauen mal, ob sie uns vielleicht alles schlägt. So, jetzt machen wir 120 Kilogramm für die Boys. Ich habe echt Bock zu deadliften, ey. Simon, 15 Jahre, 120 Kilo, let's go. Okay, Leute, jetzt sagt jeder einfach mal sein Körpergewicht. Wir fangen mit Kai an. 85. 84. 20. Also 98 hat er gesagt, du? 111. 74,45, 65, 68. Ja, ich hab, ich denke, hatte 93 bis 95 ungefähr so. Ja, ist okay, ich bin happy damit. Und für die Leute, die es nicht wissen, Julie ist jetzt der Rocker TikToker, hat 1,8 Millionen Follower auf TikTok. Und jetzt haben wir so eine Relation zu, sag ich mal, normal und ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Egal wie schlecht ich bin, sie müssen ja besser sein als ich. Von dem her, ich kann nichts verlieren. Genau. Ohno. Ohno. Easy, easy. Sie hatte gerade schon mal die Technik, so sie hat ihre Hände auf dem Bein und das ist natürlich viel, viel schwerer, weil du viel weiter von meinem Körper weg bist. No problemo. Alles gut. War ganz okay. Bisschen schwerer als gedacht, aber hab's natürlich ernst genommen. Also noch alles gut. Und falls ihr uns nicht richtig hören könnt, ich habe das Gefühl, die machen die Musik extra laut, damit man uns nicht versteht. Tut mir leid an dieser Stelle. Oh, wir gewinnen es jetzt. 170. Scheiß die Wange, Leute. Okay, der Paul macht heute noch ein bisschen Sumo. Kai, willst du oder soll ich? Ich bin mir sowieso nicht sicher im Kreuzheben, ob ich jetzt normal mache oder Sumo. Das ist scheißegal, viel Gewicht bewege ich sowieso nicht, deshalb. Passt schon so. Jetzt sind die Ladies dran. Mit 100 Kilogramm. Während ich dann schon mal disclaimen, dass ich vorgestern ultra hart Beine trainiert habe und sowas von den Quadmuskelkater habe. Und Disclaimer Nummer 2, ich habe gestern Rücken trainiert. Meine Unterarme sind so durch. Also Zughilfen sind dran, mal schauen, was geht. Schön ran! Easy! Okay, jetzt schön anziehen, unter die Beine und nach hinten legen. Komm, komm! 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 Mach mal, let's go! Okay, Kamele out. Ja. Jetzt ist Julie dran. Julie, ja, du, großer bist Sprung. Gewinner, du bist der Gewinner der Herzen. Der arme Junge hat nicht mal 75 als Warm-up gemacht. Hey, hey, was ist denn? Was ist denn? Komm, 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 komm
Schön reinbeugen. Komm, Paul, mach so. Easy. Oh, aber leicht war anders. Ja, aber der war okay. Also, wer ist jetzt schon mal ausgeschieden? Juni, Camilla und Luisa. Jetzt ist Simon dran. Er benutzt anstatt Zughilfen Handgelenksbandage. Er macht den Druck so groß, dass die Hand sich hier automatisch zusammenzieht. 15 Jahre! Leonie macht jetzt 110 Kilogramm. Yes. Super, jetzt bin ich dran, du. Paul, geil. Hat gepischt. So, Paul. Ja, go. Easy. Paul. Mann, Spannung. Und voll. Mann, Paul. Normal. Einfach. Let's go. War conventional. Und sie. Let's go. Yeah. Jetzt kommen Simon und ich gleich dran. Kai, Simon und ich sind jetzt noch im Game. Mal gucken, was geht. Simon macht jetzt gerade noch ein Foto. Auch schön. Der braucht eh noch 5 Minuten, bis er dran ist. Ja, ich würde mal sagen, wir rocken jetzt gleich. 220, let's go. Kurze Anmerkung, der zählt nicht, der war schwer und falsch. Ich bin der König von schwer und falsch, also kenne ich die Regeln. Was geht und was nicht geht. Und was war das? Die Scheibe hat's verschoben. Die Scheibe war schon davor verschoben, ich habe es trotzdem hochgehoben. Wie wär's damit? Ich heb trotzdem mehr als du. So, Mädels, jetzt kommen 120 Kilogramm. Amina und ich haben gerade auch schon gesagt, ab diesem Punkt gibt es kein schwerer mehr. Es ist einfach nur schwer. Ob es jetzt schwer ist oder schwer, egal, einfach ziehen. Mindset und Leute, Supplementierung. Die Ladies machen danach 130 Kilogramm. Der Simon braucht jetzt noch 20 Minuten, bis er ready für seinen Satz ist. Das ist ganz normal bei Powerlifting, dass man mehr Pause braucht für die Gewichte, die man halt da bewegt. War leichter als 200, aber immer noch zu schwer leider. Falls Leute fragen, ich bin der Einzige hier, der mit Handgelenksbandagen deadliftet, heißt ohne Zughilfen, heißt IPF approved, deswegen zählt mehr. Scheiße, jetzt war ich ja gerade auf Klo und pinkeln. Ich dachte, der braucht noch 5 Minuten, bis er ready ist. Er hat 220 gehoben, habe ich auf Video jetzt, habt ihr jetzt bestimmt gesehen. Was machen wir jetzt? 240. Ja. Ich würde sagen, Uwe Kai startet, dann mache ich und dann macht wieder Simon. Weil Simon braucht glaube ich noch 5 Minuten, dann ist er wieder ready. Kai! Let's go! Das Equipment hier ist halt richtig geil. Sowas sieht ultra entspannt aus. Einfach so auf entspannt, mit Hookgrip, ohne Zughilfen. Ja, das ist geil, ich bei so einer Stange, da zieht der Hookgrip richtig. Da kannst du ohne Zughilfen ziehen, das ist geil. No way clear und strong, Bischof. Aber keine Zeit zum Anfallen. Also no joke, du darfst Gewicht nicht fallen lassen, sonst ist es ungültig im Powerlifting. Ich weiß. Du musst absetzen. Es sind nur 130 Kilo. Es sind 130 Kilo. Du schaffst das. Es ist übrigens mein Lifetime PR. Also ich habe noch nie 130 gezogen. Und? Muskelfaserriss, Muskelfaserriss. Nur was? Beides. Okay, Leute, also Leonie hat gerade ein Zwicken im Rücken gespürt und so weiter. Sie wird sie auch noch jetzt nicht filmen. Ja, das ist normal. Aber wir müssen gerade ganz kurz ruhig machen. Ja, Johnny, du hast meine Freundin kaputt gemacht. Ich habe einen schweren Falsch-Scheiß-Trick, Alter. Also ich glaube, Kai und Leonie sind jetzt mal raus. Also oder Kai kommt jetzt gleich wieder runter, je nachdem. Und hebt die 260 für sie. 130 Kilogramm, sie hat das Gewicht hochgehoben. Und ich glaube, es hat am Rücken gezogen und an den Beinen ein bisschen. Und sie hat sich schon mal in Argentinien, und dann konnte sie eine Woche lang nicht laufen.
Deshalb hat sie jetzt gerade auch ein bisschen so getränt, geweint, weil sie hat gehofft, dass das jetzt nicht wieder passiert. Komm on! Komm on! Komm on! Der Simon hatte gerade einen 10-minütigen Lockout, er hat gesagt, es war zu leicht. Aber das Schlimme ist, wenn du jetzt zu lange Lockout machst, dann ist Kacke. Jetzt macht sie 130 Kilogramm. 130 Kilo. Das war gerade einfach, wie heißt es? Das ist einfach Pause. Das war Pause-Rap. Die hat einfach hier unten gehalten und auf. Alter, geil. Ja, Leonie, keine Ahnung, wird soweit versorgt. Wir schauen jetzt, dass sie den Physio kriegt. Aber ich denke, ein paar Tage ist das Video okay. Ja, sollte kein Ding sein. Aber also, sie soll ein Video darüber machen, ein bisschen erzählen, weil das ist echt, also... Ja. Sie hat jetzt Maximalversuch probiert, Leute, und sowas kann passieren. Ja, deswegen bin ich halt kein Fan von so einer Scheiße, weil dann passiert halt sowas und dann mach jetzt 260, oder? Nee, also okay. 240 waren easy. Ich hatte wirklich richtig Bock, die 260 zu ziehen. Aber I don't know, ich trainiere lieber Bodybuilding-Style und bin ja eh kein Powerlifter von dem her. Naja, auf jeden Fall, Leute, jetzt macht Kai sein Training weiter. Viel Spaß, yes. Bro, danke, dass du mitgemacht hast. Yes. Folgt dem lieben Kai, Musik ist drinne. Jetzt noch einen kleinen Schluck. Moment, clear and strong für den Satz. Easy, hast du, komm, der ist easy. Spann dich rein! Easy! Ich würde sagen, Leute, das war nochmal easy. Hat sich gut angefühlt, Range of Motion, alles drum und dran. Geiles Feeling, ich probiere die 280. Wenn ich sie heute hebe, habe ich einen neuen PR. Okay, 135. Du bist noch im Game. Ah, ja! Alles gut. Siegerehrung von den Frauen. Erster Platz. Sie hat gewonnen. Glückwunsch, volle Kanne. Das war mir eine Ehre. Ja, 130 gültig, 135 gerade nicht hochbekommen, aber ist kein Problem. Ja. Das ist nicht gut. Dankeschön. Er hat Riechsalz und das werde ich jetzt dann nehmen. Was ist Riechsalz, Leute? Riechsalz ist Ammoniak. Ammoniak atmest du einfach durch die Nase ein. Deine Lufthöhlen oder deine Lunge, die öffnet sich so gesagt, der Stoff wird aufgenommen, beziehungsweise die Chemikalie. Und es löst dann einfach einen Schockmoment in deinem Gehirn aus. Und also boom, dann bist du richtig on fire. Eine halbe Stunde später, jetzt überreichen Sie einen Satz. Er hat sich 50 hochgehoben, er hat genug Pause gemacht. Ich bin geschockt, wirklich, ich hätte es nicht erwartet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Abonniert die ganzen Leute, die im Video am Start waren, die werden alle unten natürlich verlinkt. Folgt sie, liked das Video und folgt mir natürlich auf Instagram, TikTok und YouTube. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren für die nächsten geilen Videos. Let's go!